Hallo zusammen. Heute will ich euch mal ein neues Spielzeug zeigen. Da steht hier, wie man sieht, das ist ein bisschen was Größeres. Das ist jetzt ein gebrauchtes Modell. Das hat bei uns in der Gruppe quasi so ein bisschen die Runde gemacht. So, ich bin jetzt der nächste Besitzer hiervon. Und das hier. Das ist ein FG Spatlein 4x4. So, bei den FG Modellen, also bei der 4x4 Version, die werden über einen Zahnriemen werden die angetrieben. Wenn Sie hier mal dran drehen, sieht man, Allrad. Allrad über Zahnriemen läuft sehr gut, läuft sehr sauber. Wir haben hier bei dem Modell, wir haben eine hydraulische Bremsanlage für die Vorderachse, für die Hinterachse. Wir haben hier einen Tank mit, ich glaube, 700 Milliliter, also ungefähr eine Flasche Wasser. Wir haben hier einen Zenoa-Motor drin. So, und soweit ich das jetzt nachvollziehen kann, die Zenoa-Motoren, die haben hier an der Rückseite, haben die immer eine Beschriftung. So, und soweit. Wenn die Beschriftung stimmen sollte, dann ist das ein 29-Kubik-Motor. Also dieser 290 RC oder so ungefähr ist die genaue Bezeichnung. Auspuffanlage mit Krümmer. Das ist sozusagen ein Standardauspuff. Der funktioniert aber eigentlich ganz gut. Es gibt jetzt hierfür noch andere Auspuffanlagen. Die würden dann auch noch ein bisschen mehr Leistung bringen. Aber dann sind wir irgendwo bei, ich weiß nicht, 250 Euro. Und das will ich natürlich jetzt auch nicht dafür ausgeben. So, ich werde ihn erstmal eine ganze Zeit lang so fahren. Und leise ist er auf jeden Fall nicht, hört sich aber sehr gut an. Luftfilter ist noch so ein Standard. Da muss ich mal gucken, ob ich das immer so fahren werde oder ob da vielleicht irgendwann mal was gebastelt wird. Wo ich das Modell übernommen habe. Ich habe das Modell ungefähr mal einen anderthalben Tank gefahren und dann habe ich hier einen anderen Vergaser drauf gemacht. Das hat aber nur den Grund, der Vergaser, der hier drauf war, das war auch ein Vergaser von Valpro. Und zwar eins oder zwei Nummern größer wie der hier, also der jetzige. Und der Vergaser hat aber keinen Choke gehabt. So. Wenn die keinen Choke haben, dann springen die ein bisschen schlechter an, wie wenn die einen Choke haben. So. Da dieser Standard-Luftfilter hier drauf ist, habe ich jetzt beim Anlassen nicht die Möglichkeit, irgendwie den Luftfilter zuzuhalten, dass der beim Anziehen ein bisschen mehr Sprit saugt. So, deswegen habe ich den großen Vergaser runtergeworfen und habe von einem anderen Motor eine, ich sag mal so, Standard-Vergaser habe ich hier drauf gemacht. Dafür habe ich jetzt einen Choke. 5, 6 Mal ziehen, dann läuft der. Auch wenn der eiskalt ist. Musste nur, weil ich jetzt einen Choke habe, musste ich Benzinleitung neu machen. Weil ich brauche hier beim Choke, ich brauche ein bisschen Platz, damit man hier reingreifen kann. Und deswegen habe ich jetzt zwei Benzinleitungen neu gemacht. Das ist jetzt
Hier oben das ist Rücklauf und unten drunter, das ist halt Zulauf. Diese zwei Leitungen, das sind insgesamt fast 1 Meter Benzinleitung. Mit den Benzinleitungen hatte aber der Vorbesitzer, der hatte was Schönes gebastelt. Und zwar, der hat hier oben so zwei Halterungen mit einem 3D-Drucker ausgedruckt, dass man die ganzen Schläuche, also hier der schwarze, das ist jetzt noch Tankentlüftung, dass man die drei Schläuche hier oben schön sauber fixieren kann. So. Die Halterungen, die kann ich aber nur noch für die Tankentlüftung benutzen, weil die neuen Schläuche hier in Gelb, die sind ein bisschen dicker. Die passen hier nicht mehr durch. Deswegen habe ich die ganze Schläuche, ich habe die jetzt nur mit Kabelbinder festgemacht. Das ist aber so völlig in Ordnung. Bei den hydraulischen Bremsanlagen, da wurde hier vorne, das hier vorne ist so ein T-Stück. Und das ist dann, also ich bin mir nicht 100% sicher, ob es dafür irgendwelche speziellen Halterungen gibt. Auf jeden Fall. Da der Vorbesitzer, der hat hier mit dem 3D-Druck auch hier so eine kleine Halterung gemacht, dass hier vorne die ganze Kabellage, also die Hydraulikschläuche mit dem T-Stück, dass das auch nicht hier rumflattert. Dann ist das nämlich relativ gut fixiert. An der Hinterachse, ja, kann das ein bisschen rumschlappern, aber das ist alles noch okay. Jo, Scheibenbremse, hydraulisch hinten und vorne. Funktioniert einwandfrei. Dann haben wir drei Servos verbaut. Einen für die Lenkung. Hier der rechte Servo. Das ist ein 25 Kilo Servo. Der ist nur für die Hinterradbremse. Und hier auf der linken Seite der schwarze. Das ist ein 32 Kilo Servo. Der ist für Bremse vorne und Gas. Ich habe jetzt hier aus Aluminium ein Servohorn drauf gemacht, was sehr lang ist. Ich glaube, das ist im Ganzen 70 mm. Dann kann ich halt, ja, dann habe ich im Endeffekt viel Weg in Verbindung mit einem 60-Grad-Servo. Ja. Das Ganze hängt momentan auch an meiner Apsima-Funke. Und zwar hier an der CR4. Ich kann euch gerade mal zeigen, wie das läuft. Das heißt, Fernsteuerung an. Wir haben hier hinten Strom. Das ist natürlich den Akku, den ich jetzt hier noch drin habe. Das ist alles so ein bisschen provisorisch. Jo. So. Also, Fernsteuerung ist an. Wir haben hier einmal Lenkung. Dann haben wir Gas und bei der Bremse dann tun sich zwei Servos gleichzeitig bewegen. Das heißt, ich konnte jetzt hier über die Apsima CA4T konnte ich jetzt die zwei Kanäle, also die zwei Servos, die konnte ich miteinander mixen. Und der Servo, der jetzt für die Hinterradbremse ist, der läuft jetzt auf Kanal 3. Und der tut sich nur in eine Richtung bewegen. Das heißt, der musste nach der einen Seite musste der komplett reduziert werden auf 0. Und ich kann natürlich jetzt auch den Servo mit Kanal 3, den kann ich natürlich jetzt von seiner Bremskraft auch einstellen.
Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist die Bremsanlage von vorne und hinten gleich groß, aber hinten dürft ihr natürlich nicht so viel bremsen wie vorne. Da muss natürlich mit der Bremskraftverteilung, da muss dann natürlich auch ein bisschen geguckt werden, wie viel, wie weit ich das einstelle. Beim echten Auto ist das ungefähr so verteilt, dass 2/3 vorne bremsen und 1/3 hinten. Weil wenn der hinten zu stark bremst und ich dann anbremse, fahre in eine Kurve, dann macht natürlich der Arsch weg. So, das soll ja nicht passieren. So, das wieder ab. Fernsteuerung tun wir mal wieder wegstellen. Achso, bevor ich das vergesse. Hier der Sportline, das ist der lange Radstand. Das heißt, wir haben hier einen Radstand von 530 mm. Das, was an Kupplung hier drin ist, es kann sein, dass das noch eine Standardkupplung ist. Aber solange mit der Kupplung alles in Ordnung ist, da keine Feder bricht oder, dann lässt man das dann. Hier, das ist für mich eigentlich nur ein Parkplatzauto, weil mit dem Allrad kann ich die Reifen sehr weit runterfahren. Ich will aber auch mal gucken, wenn wir das nächste Mal auf der Rennstrecke kommen, dass wir den vielleicht mal mitnehmen. Aber vorher brauche ich erstmal eine neue Karosserie. Hier ist zwar eine Karosserie bei, die kann man auch noch fahren, aber die gefällt mir nicht, die will ich nicht fahren. Deswegen, da muss ich dann nächstes auch erstmal gucken, da ich mich mal auf die Suche mache nach einer anderen Karosserie. Und ja, je nachdem wie es mit dem Wetter wird, kommt hierzu auch noch eine Probefahrt, aber die Probefahrt, die machen wir dann ohne Karosse. Jo, wenn ihr irgendwelche Fragen hierzu habt, da irgendwas wissen wollt, einfach unter das Video schreiben. Probefahrt kommt, wenn's Wetter und so weiter passt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.